und sonst noch so alles mit Hass. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem... Okay. Intros sind wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Dieses Video könnte wirklich sehr, sehr interessant für die Mädels da draußen sein. Und zwar habe ich in diesem Video 10 Haarspray-Hacks für euch. Was man sonst noch so alles mit Haar... Ja, Haarspray, ja, man sprüht sich das in die Haare und wow, die Frisur hält bombenfest, aber darum geht es jetzt nicht. Und zwar geht es um Tipps und Tricks, die man mit Haarspray sonst noch so machen kann. Da sind echt wirklich sehr, sehr coole Dinge dabei und ich glaube, das ist wirklich so für die meisten Mädels da draußen wirklich echt hilfreich. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und ich sage mal, los geht's. Hack Nummer 1 hat mir so ungefähr gefühlt 20 Mal das Leben gerettet. Und zwar, wenn ihr High Heels habt, die eine wirklich sehr, sehr glatte Sohle haben, besteht manchmal die Gefahr, wenn man auf einer glatten Oberfläche läuft, dass man ausrutscht. Und damit es ja nicht dazu kommt, nehmt ihr einfach euren Schuh und sprüht ihn einfach unten auf der Sohle mit Haarspray voll. Glaubt mir, Leute, diesen Hack habe ich wirklich schon sehr, sehr oft in meinem Leben benutzt, weil es war wirklich brenzlig und ich und High Heels sind sowieso... Mädels, ich wette mit euch, dass ihr mindestens einmal in eurem Leben diese Situation schon durchgelebt habt. Und zwar habt ihr eine Strumpfhose, zieht sie an und oh mein Gott, wow, wie kann es anders sein? Eine Laufmasche. Und damit es nicht dazu kommt, müsst ihr eure Strumpfhose ganz, ganz vorsichtig anziehen, dass wirklich gar nichts passiert und die dann schön mit Haarspray einsprühen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung, Laufmaschen vorzubeugen, gerade wenn man auf irgendeiner Party ist oder so. Und ich glaube, so Laufmaschen will keiner. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr eure Augenbrauen ganz einfach mit Haarspray fixieren könnt? Ihr könnt es einfach ein bisschen auf euren Finger sprühen und ein bisschen über die Augenbrauen gehen. Mit einer Augenbrauenbürste durchbürsten und dann tada, die Augenbrauen halten bombenfest. Wusstet ihr eigentlich auch, dass ihr Haarspray zur Make-up-Fixierung benutzen könnt? Ihr solltet jetzt nicht übertreiben, damit die Poren sich nicht verkleben, aber ein bisschen aufs Gesicht sprühen, wenn ihr kein Fixierspray habt, ist auch in Ordnung und hält den ganzen Tag. Ich glaube, dieses Problem kennt auch wirklich so jedes Mädchen, wenn man sich einen Zopf macht und die Härchen vorne einfach so unglaublich abstehen und sie einfach nicht fixiert werden wollen. Nehmt euch einfach eine Zahnbürste, sprüht ihr ein bisschen mit Haarspray an und geht euch damit über den Haaransatz, damit die Härchen sozusagen an den Kopf geklebt werden. Nur solltet ihr wirklich eine neue Zahnbürste nehmen, weil ich glaube, wenn ihr eine benutzte nehmt, dann ist das jetzt auch nicht so... so geil. Hack Nummer 6 ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Und zwar, wenn ihr Nagellack auf den Fingern habt und wirklich keinen einzigen Tropfen Nagellackentferner mehr habt, nehmt ihr einfach euer Haarspray, sprüht es auf ein Wattepad und reibt damit über euren Nagel. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber mit ein bisschen Geduld werdet ihr sehen, wow, der Nagellack ist ab und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative, wenn man keinen Nagellackentferner hat. Dieses Problem kennen sehr wahrscheinlich auch sehr viele von uns. Und zwar habt ihr bestimmt Haarklammern, die einfach jedes Mal rausrutschen, einfach nicht da bleiben, wo sie sind. Versucht es einfach mal, ein bisschen Haarspray drauf zu sprühen und sie dann in die Haare zu tun. Ich wette mit euch, die bleiben auf jeden Fall länger in den Haaren und halten. Jeder kennt das. Man hat irgendwie ein Lieblingsoberteil und man ist irgendwie ganz blöd mit dem Kulli über dieses Oberteil gekommen. Oder man hat Schminke dran, was eigentlich voll schwer rausgeht. Aber dafür gibt es auch eine sehr, sehr coole Lösung. Und zwar nehmt ihr einfach euer Haarspray und sprüht diesen Fleck erstmal mit Haarspray voll. Und dann in die Wäsche. Das Haarspray bewirkt, dass sich das irgendwie mit dem Stift oder mit den Partikeln zusammensetzt und das dann einfach viel leichter rausgeht. Und danach habt ihr eine wunderschöne, frische, saubere Wäsche. Habt ihr vielleicht mal eine Rose bekommen von einem heimlichen Verehrer oder von eurem Liebling und wollt, dass die Rose einfach länger blüht, als sie eigentlich blühen kann, beziehungsweise sie einfach schön trocknen lassen, dass sie schön zur Erinnerung bei euch bleibt? Dann ist es auch wirklich ganz einfach. Nehmt einfach die leicht verweckte Rose, sprüht sie oben an den Blüten mit Haarspray an und dann könnt ihr die Rose noch viele, viele lange Jahre schön in einer Vase stehen haben. Zwar verwelkt, aber das ist eine wunderschöne Erinnerung und übrigens, ihr müsst immer eine Rose behalten von eurem Schatz. Das bringt Glück. Und das war's auch
auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und euch haben die Tipps was gebracht, beziehungsweise ihr werdet es in der nächsten Zeit irgendwann mal brauchen. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat vielleicht. Und ich sag dir mal, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nämlich am Sonntag wieder und am Sonntag kommt endlich, endlich das Infovideo zum Hashtag Bezember Nummer 2 in diesem Jahr. Und ich freue mich so sehr und ich wünsche euch ganz, ganz tolle Tage bis dahin. Und wir sehen uns bis dann. Und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag. Bis dann.